Als nächster tritt Albert Steinhauser von den Grünen ans Rednerpult. Er ist Justizsprecher. Dankeschön, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Novelle zur Exekutionsordnung hat viele kleine Punkte, die wir unterstützen. Im Zentrum steht für uns ein Punkt, der eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Mein Vorredner hat es an sich schon angesprochen. Immer dann, wenn ein Schuldner mehrere Arbeitgeber hat, hat es ein massives Problem gegeben bei der Errechnung des Existenzminimums, weil es nicht ganz einfach war. Man muss schauen, welcher Lohnteil kann gepfändet werden und welcher muss das Existenzminimum erhalten bleiben. Und das Problem war natürlich, dass so ein Arbeitnehmer, der mehrere Arbeitgeber hatte, dann natürlich Probleme hatte bei seinem neuen Arbeitgeber, weil das ein enormer Aufwand für den Arbeitgeber war, der unattraktiv war und solche Personen es dann möglicherweise am Arbeitsmarkt auch schwerer hatten, eine Beschäftigung zu finden und das natürlich das Fortkommen erschwert. Ich meine, es ist insgesamt natürlich ein Missstand, dass Unternehmen da quasi als Inkassobüros missbraucht werden für die Schuldner und dass immer eine Schwierigkeit ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Jobsuche, wenn sich herausstellt, dass eine Exekution läuft und Unternehmer dann, weil es natürlich ein zusätzlicher Aufwand ist, gerne einen Bogen um solche Mitarbeiterinnen machen und deren Fortkommen und damit auch die Entschuldung erschwert. Jetzt ist dieses Problem zumindest dann gelöst, wenn es mehrere Arbeitgeber gibt, dann ist künftig das Gericht zuständig und das ist ein kleiner Schritt, aber ein sinnvoller Schritt. Zweiter Antrag, den wir heute diskutieren, ist der Antrag der FPÖ, bei Unterhaltsschulden nicht mehr unter das Existenzminimum zu gehen. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen, halten aber das Anliegen für richtig und ich möchte erklären, wo unsere Differenz ist. Grundsätzlich soll gelten, Existenzminimum ist Existenzminimum. Jeder soll nicht unter dieses Existenzminimum gepfändet werden, weil das definiert ja eine Grenze, mit der man auskommen soll. Ich halte nur die Lösung, die die FPÖ vorschlägt, für falsch, weil die FPÖ sagt, der Staat soll einspringen. Ich sage was anderes. Wenn jemand Versandhausschulden hat und wenn jemand Unterhaltsschulden hat, dann sind die Unterhaltsschulden vor den Versandhausschulden zu privilegieren. Und dann gehen Unterhaltsschulden vor und das Versandhaus muss warten. Das ist die bessere Lösung, als dass das Versandhaus auf den Gläubiger, auf den Schuldner zugreift und der Staat dann für die Unterhaltsschulden einspringt. Das ist das eine Problem. Das der andere Punkt ist, und da bin ich durchaus bei der Kollegin Wurm von der SPÖ. Wir müssen uns natürlich das Unterhaltsrecht insgesamt anschauen, weil das größte Problem im Unterhaltsrecht ist neben dem, dass manche Väter unter das Existenzminimum gepfändet werden, dass der Unterhalt zu niedrig ist. Das heißt, dass das, was die Mutter bekommt, wenn der Verdienst niedrig ist, nicht ausreicht, um ein Kind dann ausreichend zu finanzieren. Das heißt, wir müssen insgesamt in das Thema Unterhaltsgrundsicherung für Kinder einsteigen, damit wir das Problem lösen, wenn Väter zu wenig verdienen, dass Mütter in der Regel werden zu sein, es kann natürlich auch umgekehrt sein, die Existenz des Kindes sichern können. Herr Minister, es gibt aber noch einen Punkt, den wir angesprochen haben im Justizausschuss, und das ist das Thema Privatkonkurs. Wir warten auf eine Reform des Privatkonkurses viele, viele Jahre. Ich erinnere an die Wirtschaftskrise. Für alle hat man Pakete geschnürt, außer für Privatschuldner. Die hat man im Stich gelassen. Ich erinnere mich, wie damals die Kredite schlagend geworden sind, Frankenkredite etc. Das hat viele, viele kleine Kreditnehmer ins Verderben gestürzt, die heute noch an diesen Krediten leiden. Und für die Betroffenen der Wirtschaftskrise hat es überhaupt keinen Reformansatz gegeben. Und wenn man mit dem Thema Privatkonkursreform beginnt, dann sagen immer alle, ja meine Güte, Privatkonkurs, wenn jemand seine Schulden nicht im Griff hat, ist er ein bisschen selber schuld. Die Wahrheit ist, wenn man sich anschaut, wer heute im Privatkonkurs geht, dann sind es nicht primär Leute, die ihre Handyrechnungen nicht zahlen können oder ihre Versandhausschulden nicht zahlen können. An vorderster Stelle ist Arbeitslosigkeit. Leute werden arbeitslos und können ihre Kredite nicht bezahlen. Das Zweite, und das halte ich für ganz wesentlich, sind gescheiterte Selbstständige. Wir stellen uns sozusagen, wenn wir über Wirtschaftsthemen hin und sagen, es muss eine Kultur des Scheiterns geben, damit innovative Menschen was riskieren. Das sind die Sonntagsreden. Wenn dann jemand scheitert, dann hat er keine Chance, im Privatkonkurs seine Schulden schnell loszuwerden und wieder durchzustarten. Und die dritte Gruppe, die stark betroffen ist von Überschuldung, sind jene, die sich scheiden lassen. Scheiden ist teuer. Meistens geht es dann auch um Kredite, die schlagend werden, die man vielleicht zu zweit gerade noch schafft.
nach der Trennung wird es schwierig. So, wenn wir jetzt sagen, die Hauptbetroffenen im Privatkonkurs sind gescheiterte Selbstständige, sind Menschen, die sich scheiden lassen, sind Leute, die arbeitslos werden und wir ändern nichts, dann halte ich das für fahrlässig. Im europäischen Durchschnitt dauert es beim Privatkonkurs in etwa 5 Jahre, bis jemand natürlich sich bemühen muss, seine Schulden zu bezahlen, aber entschuldet wird nach 5 Jahren. In Österreich kann das bis zu 10 Jahre dauern. Das ist ein Viertel des Erwerbslebens. Was ist die Folge? Nicht nur, dass diese Person 10 Jahre mehr oder weniger am Limit lebt, für diese Personen sinkt ja auch die Motivation, am Arbeitsmarkt aktiv zu werden, weil ja ohne dies sozusagen alles runtergeräumt wird. Damit sinkt aber auch die Möglichkeit für potenzielle Gläubiger zu Geld zu kommen. Weil wenn die Person sagt, ich gehe nicht arbeiten, weil ich habe eh nichts davon und ich werde meine Schulden nicht los, kommt auch der Gläubiger nicht zu seinem Geld. Das heißt, und insofern bedauere ich das sehr, Justizminister, die Reform des Privatkonkurses ist aus unterschiedlichsten Sichtweisen ein Gebot der Stunde und ich bedauere es, dass Sie, obwohl wir das sehr lange diskutieren, uns im Justizausschuss berichtet haben, dass da keine Reform geplant ist. Ich halte das für ein großes Versäumnis und vielleicht kann man sich in einer weiteren Runde doch durchringen, da einen nächsten Reformschritt zu setzen. Wir hatten schon eigentlich parteienübergreifend fast alle Parteien an Bord, dass wir uns einmal im Parlament mit dem Thema beschäftigen. Leider gibt es keine Einigkeit, daher gibt es auch keine Enquete, aber ich hielt es für wirklich wichtig, dass wir in diese Diskussion einsteigen. Wir müssen Menschen, die scheitern, eine Chance geben, wieder zurück ins Erwerbsleben zu kommen, die Schulden loszuwerden. Natürlich, man muss sich bemühen, Schulden zurückzuzahlen, das ist klar, aber wir müssen einen Neustart für solche Menschen möglich machen. Dankeschön. Albert Steinhauser, Justizsprecher von den Grünen, priorisiert Unterhaltsschulden. Diese seien wichtiger als etwa Schulden bei Versandhäusern und deshalb primär zu begleichen.